stellen heute den neuen Weltrekord in Blockdash Endless auf. Und zwar gibt es zusätzlich dazu noch Pro Wave 10 Gems. Also die werden am Ende natürlich in den Kommentaren verlost. Alles, was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr im Video. Also passt auf, was ihr machen müsst. Und lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns im Video. Let's go! Es beginnt. Jede Welle bringt 10 Gems für einen von euch in den Kommentaren. Ich bin mal gespannt, wie weit wir alle kommen. Wir haben Volleyball vergessen. Oh mein Gott, Diaz hat einfach Volleyball vergessen. Aber falls ihr es noch nicht wusstet, man kann wieder, wenn man rausgeflogen ist oder wenn man rausfliegt, immer noch die Waves sehen, wenn man raus ist. Das ist richtig cool. Das heißt, selbst wenn wir rausfliegen, können wir noch gucken, wie viel Gems ihr hier auf jeden Fall mitnimmt. Das ist richtig und wichtig. Oh, das sieht gut aus. Wir sind auf jeden Fall alle am Start. Einer ist schon rausgeflogen. Kuro, na, pass mal bloß auf, hier auf jeden Fall nicht raushaken. Ich habe ein bisschen Angst vor den Leuten, aber ich glaube, das schaffen wir richtig gut. Denn für euch sammeln wir natürlich jetzt wirklich viele Gems, die wir, wie gesagt, im Video noch verlosen. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr im Video. Natürlich einmal Abonnent des Kanals sein, Like da lassen, Glocke aktivieren. Immer Standardsachen, ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, ihr habt Bock. Und ey, die ersten Gems gehen in eure Tasche hier. Ich glaube das alles nicht mehr. Das ist wirklich viel. Man kann hier wirklich viele Gems mit einsammeln, wenn wir hier wirklich lange brauchen. Und wir gucken mal auch, ob wir neuen Weltrekords der Weltrekords schaffen hier. Ich bin mal wirklich gespannt, wie viele Leute hier noch am Start sind. Zwei sind schon raus. Es scheint also gar nicht so einfach zu sein, wie man denkt. FCB jetzt hier mit Ballarbeiten noch rübergekommen. Ganz close. Das ist natürlich immer ganz gut, wenn wir hier wirklich zusammenarbeiten. Komm rein, komm rein, komm rein, Messi, komm rein. Oh, wichtig. Das war close. Aber Messi habe ich natürlich da ein bisschen geholfen, dass der auch mit rüberkommt. Wichtig und richtig. Let's go hier. Wir gehen einfach rüber und machen das wirklich zusammen. Zwei Leute sind schon rausgeflogen. Aber gar nicht schlimm. Denn unsere, die Diaz Army, holt die Gems für euch natürlich mit ab. Und wir sind alle rübergekommen, ne? Wir sind rübergekommen. Oh, wichtig. Das schwerste Hindernis haben wir wirklich alle geschafft. Wenn wir wieder wirklich weiterhin so weiter zusammen gut arbeiten, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir hier wirklich weit in die Gems reingehen. Bis zu den 100.000 Gems werden wir natürlich für euch mit einsammeln. Das ist natürlich alles möglich hier. Ich bin mal wirklich gespannt, wie weit wir kommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir einen krassen neuen Weltrekord aufstellen. Hier wurde alles kaputt gemacht. Gefällt mir nicht. Wichtig, 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 wichtig. Kommt drüber, alle rüber. Ja, ja, let's go, let's go. Alle sind drüber gekommen. Die schwersten Hindernisse, der schwersten Hindernissen schaffen wir wirklich alle. Einer ist jetzt mit rausgeflogen. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer das war oder was da passiert ist. Aber die Diaz Army probiert natürlich wirklich komplett hier für euch die Gems natürlich zu sammeln in den Kommentaren. Was ihr natürlich noch machen müsst, einmal, habe ich schon gesagt, Abonnent des Kanals sein, Like da lassen, Glocke aktivieren, logisch. Aber euren Ingame-Namen bitte auch nochmal in die Kommentare schreiben. Und wirklich bei jedem Gewinnspiel, was wir hier machen oder bei jeder Verlosung, ist es immer ganz wichtig, bitte, bitte eure, eure Ingame-Namen bitte nicht ändern. Ich hatte kurz die Herzinfarkte Rino bekommen. Ich dachte schon, oh mein Gott, was geht jetzt ab? Aber wir sind noch rübergekommen. Bitte euren Ingame-Namen nicht ändern, weil sonst können wir euch die Gems leider nicht zukommen lassen. Und dann sagt ihr, hey, wo sind meine Gems? Oh, ich habe Namen verändert. Dann ist es leider zu spät. Wer seinen Namen ändert, ist raus und kriegt dann auch keine Gems, auch wenn er gewonnen hat. Let's go, aber das sieht schon mal hier richtig gut aus. Die ersten paar Gems kann man sich schon schmecken lassen, würde ich sagen. Das tut auf jeden Fall hier richtig gut, diese Gems. Oh mein Gott, Kuro, aufpassen. Wichtig, Kuro und ich kommen beide rüber, aber jetzt haben wir ein bisschen Panik. Okay, komm, 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 Robin hat Probleme. Oh mein Gott, ist Robin rübergekommen? Robin ist doch rübergekommen, ich glaube das nicht mehr. Wie gut ist denn Robin auf jeden Fall am Start? Das ist doch alles nicht mehr möglich. Aber es sind wirklich auch schon viele Leute raus. Ich hoffe natürlich, dass wir zumindest bis 100 kommen. Das würde ich euch auf jeden Fall gönnen. Nein, er macht's kaputt, er macht's kaputt, er macht's kaputt. Lass mich rüber, Hydro. Oh, da waren wir auch fast raus, aber wir haben es noch überlebt. Deswegen ist gerade Schwitzeritis, weil reden und spielen, gleichzeitig spielen ist manchmal gar nicht so einfach. Ihr merkt das schon. Wenn ich mich hier konzentrieren muss, dann bin ich auf einmal komplett leise und probiere hier auf jeden Fall zu überleben. Natürlich, weil ich möchte natürlich auch für euch die Gems hier wirklich einsammeln und natürlich auch viel schaffen und die Community natürlich auch zu unterstützen. Weil ich weiß, viele Leute können sich hier keine Gems holen und so weiter und so fort. Deswegen machen wir immer so coole Events hier. Und ich glaube auch, wir werden hier zusammen, auch wenn jetzt viele schon rausgeflogen sind, trotzdem noch wirklich viele Gems für euch einsammeln. Und das gefällt mir wirklich gut. Das muss auch so sein, Leute. Wir machen hier wirklich komplett full Action. Okay, jetzt machen wir ein bisschen entspannter, wie gesagt, weil wir kein Volleyball mit haben. Müssen wir einmal doppelt gucken. Oh, Kuro, bisschen Probleme. Ich glaube, aber er kommt mit Volleyball noch rüber. Kommt rüber, wichtig und richtig. Hier auf jeden Fall ganz entspannt. Oh, da sind wieder welche rausgeflogen. Das ist alles gar nicht mal so einfach, wie es hier aussieht. Da muss jemand auf jeden Fall einen Sidejump machen. Schafft er das? Hat es nicht geschafft.
Hier wird überall aufgemacht. Das ist gar nicht gut. Mach nochmal einen Sprung, bitte. Nein, was ist das? Ich wurde geblockt. Ich wurde geblockt. Ist es vorbei? Wir haben gerade mal 42 Waves. Aber wie viele Waves holen das sich noch meine Mitstreiter und meine natürlich Freunde hier, die wir auch wirklich alle haben? Schaffen die das noch für euch? Noch ein paar Gems. Robin ist rübergekommen. Wow, ist das crazy, was hier abgeht. Das war so traurig, dass wir da rausgeflogen sind. Aber es sind wirklich schon gute Gems für euch in dem Pot, der am Ende verlost wird. Schreibt auch bitte noch gerne mal, was ist euer Lieblings-Emote in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Einfach so, damit ich weiß, was ihr denn so mögt und was nicht. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Das sind aber auch jetzt natürlich wirklich die Besten der Besten, noch die hier am Start sind. Jesper, wichtig. Und richtig, das sieht schon mal sehr gut aus. Die Leute machen hier wirklich komplett Rasur auf jeden Fall. Was hier auf jeden Fall alles abgeht, ist richtig gut. Stellt euch die Leute vor. Komm, wir haben Zeit, wir stellen euch die Leute vor. Wir haben hier einmal Jesper mit dem No-Skin, aber in Gelb. Dann haben wir einmal noch Mira und Messi, der hier natürlich auch den Messi-Skin auf jeden Fall da hat. Und Hydro muss jetzt hier ein bisschen mit Unsichtbarkeit nochmal arbeiten und schafft es aber noch. Kuro, das sind hier unsere Leute. Leons, da haben wir hier natürlich auch noch der Feuerwehrmann, der auch bei vielen Videos auf jeden Fall auch immer dabei ist. Weil er auch immer auf jeden Fall sehr aktiv ist. Hat jetzt ein bisschen Probleme hier, aber ist natürlich Gott sei Dank hochgebackt. Aber die Leute fliegen nicht mehr raus. Ich sag euch ehrlich, diese Kombi macht wirklich, wird ihr ab jetzt nur noch gute Maps machen. Diese Kombi wird euch wirklich viele Gems hier auf jeden Fall bescheren. Ich glaube wirklich, wenn die wirklich zusammenarbeiten, können die hier wirklich viele Gems machen. Aber dieses Ziel, dieses Hindernis ist wirklich das Horrorhindernis meines Lebens. Wir gucken kurz, wo Leonstar ist. Kommt er. Er hat's rüber geschafft, Leonstar! Was geht da denn ab? Wie krass ist er denn unterwegs, Rino? Ich glaub das alles nicht mehr. Er hat ja wirklich gute Janks und gute Fights hier auf jeden Fall gemacht. Aber ihr seht schon, es fliegen noch mehr Leute raus. Es ist wieder einer rausgeflogen. Auch wenn wir das nicht gesehen haben, ist einer wirklich rausgeflogen. Es sind nur, in Anführungszeichen, noch, immer noch 5 ist schon gut. Aber es sind nur noch 5 Leute. Werden wir hier den neuen Weltrekord der Weltrekorde noch schaffen oder nicht? Oh mein Gott, Kuro. Bisschen in Bedrängnis, konnte nicht durchbacken, muss jetzt hier einen Side-Jump machen. Ein Safe-Jump, schafft er ihn? Er schafft ihn, wichtig und richtig. Da hat, wie gesagt, Kuro natürlich auch den Vorteil war, dass er so ein guter Spieler ist und auch durch schwierigen Hindernisse nochmal durchkommt. Und ihr seht schon, wirklich, Hydro, guter Spieler, wirklich guter Spieler aus der Community. Kuro, auch guter Spieler aus der Community. Leonstar, auch guter Spieler, ihr seht das schon, was er hier macht. Manchmal guter Spieler, manchmal hat er so ein bisschen Probleme. Ihr seht schon, er kann die Hindernisse manchmal nicht so überspringen. Jesper, kommt drüber mit... Ich glaube es nicht. Meine Community ist wirklich die Beste, der Beste, der Beste Rites. Ich glaube das nämlich alles nicht mehr, denn die Leute machen das hier richtig gut. Er jetzt hier mit Volleyball. Arbeitet gut, Mira. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man so darüber kommen kann. Er macht das schon mal richtig, richtig nice. Wir sind schon bei Welle 70. Ich wollte schon sagen, Level. Wo bin ich denn gelandet? Aber bei Welle 70. Und die machen das wirklich gut. Ich sag euch, ich glaube, das wird der starke Kern werden, der wirklich hier komplett am Machen ist. Kuro jetzt hier wieder einen Safe-Jump am Start, aber schafft ihn auch easy. Muss natürlich jetzt hier wirklich aufpassen, weil jetzt ist es natürlich so, die Leute wissen, die machen aufpassen. Die machen auf jeden Fall nicht Sachen kaputt. Die wissen, die helfen sich gegenseitig. Jetzt ist wirklich eine gute Stimme, würde ich sagen, oder eine gute Anzahl, wo man wirklich gut zusammenarbeiten kann. Denn das sieht wirklich gut aus hier, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist euer Wave-Rekord? Das würde mich mal interessieren. Was ist euer Wave-Rekord, den ihr mitgemacht habt? Ich bin mal gespannt. Habt ihr einen besseren Wave-Rekord als wir heute erstellt? Oder nicht? Ich bin mal wirklich gespannt, was ihr da in die Kommentare schreibt. Und ich lese natürlich auch immer alle Kommentare von euch durch. Manchmal gebe ich ein Herz, manchmal antworte ich. Aber ich lese sie immer alle durch. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass ihr so viele Kommentare schreibt. Oh mein Gott. 5 Leute sind noch am Leben, aber lange. Okay, jetzt gibt es hier ein paar kleine Probleme. Mira muss jetzt hier einen Safe-Jump machen. Oh mein Gott, das haben alle geschafft. Ich war kurz stille, weil ich habe selber kurz gedacht, die 2 Leute fliegen direkt raus, aber nein. Meine Gems gehen hier auf jeden Fall weg an euch. Das ist alles nicht mehr möglich, wie gut das hier läuft. Für euch, die machen das nicht für sich. Die machen das alleine für die Diaz-Army. Jetzt hier Kuro ein bisschen in Bedrängnis. Kommt er noch rüber? Alter Schwede, wie close ist das denn hier alles? Dass der das noch geschafft hat. Kuro ist wirklich ein Top-Spieler, der Top-Spieler. Er wird jetzt hier wirklich, glaube ich, durchbangen. Ja, schafft er auch wirklich. Das ist doch alles nicht mehr möglich. Und jetzt Mira AFK irgendwas. Mira, was ist da los? Er war kurz AFK. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht Mutter geschellt oder irgendwer hat was gesagt. Hydro ist raus. Mira ist noch drin. Das heißt, es ist 1:1. Steht hier noch. 2 Leute sind drin. Holen die sich hier den Weltrekord der Weltrekorde noch mit ab oder nicht? Hydro ist da rausgepackt. Ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall richtig gut gespielt.
jetzt müssen die beiden wirklich für sich ein gutes Team werden und gut zusammenarbeiten, damit die wirklich nochmal viele Gems für euch mit einsammeln. Oh, wichtig. Wichtig, Kuro und Mira. Mira hatte eben auch eben kurz AFK, ich weiß nicht, was da los war, aber hat es trotzdem noch geschafft, mit alle Waves hier mitzunehmen. Das sieht schon mal sehr gut aus, Leute. Die beiden, wirklich Top-Spieler. Der Top-Spieler, würde ich sagen. Mehr können die, kann man wirklich nicht erwarten. Die machen das wirklich gut. Wir waren nicht viele Spieler, aber wir sehen, wer hier natürlich am besten war. Waren hier wirklich viele Leute noch am Ende. Wir sind so lange auch zusammen überlebt worden. Aber ihr habt selber gesehen, ich habe einen Fehler gemacht, bin rausgeflogen, dann mussten die übernehmen. Aber 150 Waves sollten die schaffen. 200 Waves wären krass. 200 Waves. Ich weiß nicht, schreibt mal gerne jetzt in die Kommentare, wie viele Waves denkt ihr, schaffen die noch? 150 Waves sind schon richtig gut. Aber ich bin mal wirklich gespannt, wie viele Waves die hier noch schaffen. Ob die gleich raus sind. Es wird natürlich auch immer schneller hier, würde ich sagen. Und natürlich, der Himmel verändert sich auch ein bisschen. Ihr seht schon hier in ganz Stumbleguys, der Himmel wird immer anders. Der wird immer dunkler und so weiter und so fort. Oh, jetzt hier Kuro ein bisschen Bedrängnis. Kommt er hier nochmal rüber. Aber alles kein Problem für ihn. Wichtig, kein Problem für den Macher. Richtig und wichtig an der Stelle. Hier nochmal entspannt rüber. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das ist wirklich, wirklich nice, wie die hier arbeiten. Ich muss sagen, das ist wirklich einer der Top-Hindernisse, die ich wirklich nicht schaffe, weil die wirklich, wirklich schwierig sind. Das hier und das Hindernis. Wenn man hier, wie gesagt, weil bei diesem Hindernis muss man wirklich nur einmal kurz Leertaste drücken und dann ist man auf den nächsten Block. Wenn man zu weit drückt, irgendwas zu viel macht, dann ist man schon auf jeden Fall wieder unten und muss dann natürlich wieder hochkommen. Oh mein Gott! Hier ein bisschen Fehler von Kuro, ist durchgesprungen und hat Mira mitgenommen. Aber das ist für die gar kein Problem, weil die wissen, wie das funktioniert. Oh mein! Alter Schwede, das ist ja mal richtig krass. Ich glaube das alles nicht mehr. Wie viele Gems die ihr wirklich mitnehmen für euch. Was ihr noch alles machen müsst für die Gems, werde ich euch natürlich im Laufe des Videos erzählen. Weil ich möchte wirklich, dass die Leute, die wirklich alles erfüllen, hier wirklich die Gems kriegen. Was hatten wir alles, was ihr erfüllen müsst? Abonnent des Kanals sein. Ein Like dazu lassen. Die Glocke zu aktivieren. Zusätzlich euren Ingame-Namen reinschreiben. Zusätzlich reinzuschreiben, wie viele Waves ihr schon mal geschafft habt. Ich glaube, das war alles. Oder was habe ich vergessen? Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Schreibt es auf jeden Fall auch da drauf. Und was ihr jetzt noch reinschreiben müsst am Ende, ihr schreibt bitte am Ende rein, wer als letztes überlebt. Das ist auch noch eine Sache, die ihr dann reinschreiben müsst, weil das weiß bis jetzt, weil jetzt weiß das keiner. Noch weiß das niemand, was ihr reinschreiben müsst, aber am Ende entweder Mira reinschreiben oder Kuro. Wer rausfliegt, den müsst ihr nicht aufschreiben, sondern der am längsten überlebt, schreibt die dann in die Kommentare, damit ich weiß, ihr seid bis zum Ende wirklich dran geblieben. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Hier, Mira fliegt raus. Ich dachte kurz, Mira ist raus. Aber Welle 171 ist schon wirklich crazy. 200 wirklich, wirklich feiern. Das wäre natürlich hier richtig crazy. 200 haben wir, glaube ich, auch hier als Community schon mal geschafft. Aber letztes Mal, wo wir das Video gedreht haben, gingen die Waves ja nicht. Da haben wir es mit Minuten gemacht. Und ich glaube, wir hatten letztes Mal eine halbe Stunde. Da haben wir auch richtig viele Gems für euch gesammelt. Jetzt auch schon wirklich viele Gems. Wir müssen natürlich gucken. Oh mein Gott, das ist schwierig. Das ist schwierig hier, dass sie das alles noch schaffen. Ich glaube, das alles nicht mehr. Dieses Hindernis ist auch einer der schwierigen, wenn man hier mit gegeneinander spielt, wenn man zusammen spielt, ist das ein relativ einfaches Hindernis, würde ich sagen. Aber ihr wisst selber, es kann jede Zeit passieren, dass Konzentration weg ist. Dass irgendwann auch der Stress zu viel wird, weil das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Aber ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass sie die 200 Waves hier komplett noch schaffen. Da hatte Mira ein bisschen Probleme. Ja, die machen das gut. Die machen das wirklich gut. Ich kann das nicht anders sagen. Ich chill hier in meinem Sessel und könnt ihr einfach zugucken. Und Mira ist raus. Kuro in die Kommentare schreiben. 1830 Gems kriegt die Person, die gewinnt. Kuro in die Kommentare schreiben. Das gibt's dann also nicht. 183. Wir haben einfach den Weltrekord der Weltrekorde geknackt. Wenn es euch wirklich gefallen hat, crazy, crazy. Schreibt, wie gesagt, alles, was ich aufgezählt habe, in die Kommentare rein. Wichtig und richtig, um diese Gems hier für euch zu holen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Hier findet ihr noch weitere Videos, die ihr nicht verpassen solltet. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen YouTube-Video. Bis dann, Leute. Ciao.